schon wieder so schnell um. Es ist schon wieder Freitag. Das heißt, es ist Zeit für einen neuen Food Friday, in dem ich wieder ein neues Food Diary für euch parat habe. Ich hoffe, euch gefällt dieses Format noch. Ich habe mich ja im letzten Mal so ein bisschen ausprobiert mit Frühstücksideen und Abendessenideen. Aber heute kommt mal wieder ein ganz klassisches Food Diary mit verschiedenen Gerichten von verschiedenen Tageszeiten. Für mich ist es auch mal eine große Motivation, verschiedene Rezepte auszuprobieren, damit ich euch nicht immer das Gleiche zeigen muss. Aber ein paar klassische Lieblingsrezepte von mir haben es natürlich auch mit reingeschafft, wie zum Beispiel der Wöhner. Gibt es bei uns in letzter Zeit sehr oft und es haben auch schon super viele von euch den nachgemacht, was mich riesig gefreut hat, weil der einfach so mega gut schmeckt. Lasst mir immer super gerne Feedback da, ob ihr mehr süße oder herzhafte Rezepte sehen möchtet, mehr Ideen fürs Mittagessen oder auch, dass man die Zubereitung mehr sieht. Das andere Video in der Woche neben dem Food Friday wird ja sowieso immer entweder ein Rezeptvideo oder was zum Thema Nachhaltigkeit, ein Vlog oder ja, was mich gerade so interessiert oder was ihr gerne sehen möchtet. Also ich freue mich da immer sehr über die Kreation von verschiedenen Videos. Und jetzt geht es erstmal los mit diesem Food Diary. Es gibt Reispapierrollen heute bei uns und zwar haben wir hier einmal ganz viele verschiedene Füllungen wie frische Sachen, also Rucola, Tomate und Frühlingszwiebeln. Dann einmal Mais und auch was Gebratenes, also Karotten in Raspeln zusammen mit Pilzen und noch mehr Frühlingszwiebeln. Ich habe das jetzt nicht gewürzt, weil wir hier so verschiedene Soßen haben. In dieser Schale, in der großen, ist einmal eine cremige Soße aus Senf und Sojajoghurt, dann Tahin, Apfelessig und Agavendicksaft. Daneben steht dann noch Sojasauce und Sweet Chili Soße, auch immer sehr klassisch zum Sushi bei uns. Dann haben wir hier noch gekochte Sachen und zwar einmal eine Süßkartoffel unter den Bohnen begraben. Und dann haben wir hier einmal noch Reisnudeln für die Reispapiere. Und zwar sind das hier die Reispapiere. Die sind jetzt noch relativ hart und man kann nicht so wirklich durchgucken, aber wenn man die in Wasser einweicht, dann werden die halt weich und so ein bisschen durchsichtig und dann kann man die schön wie Wraps füllen. Es gibt mal wieder eine meiner Lieblingsfrühstückskombinationen. Die eine Hälfte schmilzt hier schon so halbwegs weg. Das ist nämlich Nice Cream, einfach aus gefrorenen Bananen, gefrorenen Blaubeeren, deswegen auch so schön lila. Und außerdem noch einer Prise Zimt und ein bisschen Hafermilch. Das habe ich einfach in meinem Zerkleinerer vermixt. Und ja, darunter ist nämlich heißes Porridge. Deswegen ist das hier mal wie so eine leckere Soße dann darüber. Und zwar habe ich heute mal wieder Rhabarber-Porridge gemacht. Und zwar einfach mit frischem Rhabarber. Da habe ich es einfach in den Topf mit reingegeben. Also klein geschnibbelt und dann mit Haferflocken, pflanzlicher Milch und Wasser zusammen. Und zum Schluss kam dann noch ein bisschen veganes Proteinpulver mit dazu. Und als Topping haben wir hier auch eigentlich meine liebsten Sachen. Und zwar einmal Kokoschips, dann Sonnenblumenkerne und Hanfsamen für den Crunch. Können wir gerade nichts Besseres vorstellen. Wir kommen nämlich gerade vom Joggen. Und das ist eine sehr gute Portion, von der man jetzt satt wird und wieder neu Energie tanken kann. Ich habe heute mal wieder die Fächerkartoffeln gemacht. Dazu ritze ich die einfach immer so mit einem Messer ein, so ganz knapp bis vorm Durchschneiden sozusagen und tue die dann auf dem Backblech in den Ofen und dann werden die so schön gefächert. Ich finde das immer ganz schön noch so fürs Auge. Das ist mal was anderes als normale Backkartoffeln oder so Streifen. Und hier daneben, das ist einmal marinierter Blumenkohl. Den habe ich heute Mittag schon gemacht, damit der ein bisschen durchziehen konnte. Das ist eine Marinade drumherum aus Tomatenmark und Leinöl und Liquid Smoke, Sojasauce, Apfelessig, Agavendicksaft. Ich meine, das war's. Also auf jeden Fall viele verschiedene Sachen, die ich im Kühlschrank gefunden habe. Und dann hier an der Seite, das so ein bisschen noch dampft. Also eigentlich dampft der ganze Teller. Aber ich habe da noch so eine Gemüsepfanne zugemacht aus noch übrig gebliebenem Kohl, den ich im Kühlschrank gefunden habe und Spinat. Da habe ich das Ganze gewürzt mit Garam Masala. Das ist so ein indisches Gewürz und ein bisschen Apfelessig und das Ganze ist einfach ein bisschen Wasser angebraten. Obendrauf sind noch ein paar Frühlingszwiebeln. Und die Soße habe ich gemacht aus der übrig gebliebenen Marinade, weil ich habe den Blumenkohl natürlich vorher abgewaschen und dann war natürlich noch ein bisschen was in den Rosen drin von dem Wasser. Und deswegen ist da unten ein bisschen Flüssigkeit übrig geblieben. Und die kam in eine Schüssel zusammen mit Erdnussbutter, Sojajoghurt und noch einem Schuss Wasser. Wurde jetzt alles da drüber gegeben und ich finde, das sieht super köstlich aus. Es riecht auf jeden Fall ganz bunt. Frühstück auf dem sonnigen Balkonien. Marco hat sich hier eine Granola Bowl gemacht. Die besteht ja meistens, also das Granola besteht meistens aus frischen Datteln und Haferflocken, die man einfach in einen Mixer gibt. Und er hat jetzt noch extra Erdnussbutter mit reingegeben, außerdem ein paar geschälte Hanfsamen. Und dann noch so einen Muscle Power Mix heißt der. Da ist Erbsenprotein und Hanfprotein und sowas drin. Also sehr, sehr lecker. Und dann noch ein Schuss Wasser kam rein. Und noch ein bisschen von dem Magic Mushroom Mix. Der ist ja auch, also ich finde den mega lecker und der ist ja auch
mega gesund mit diesen ganzen Pilzen drin. Und dann gibt es dazu außerdem noch heißgemachte Kirschen, ein bisschen Joghurt und sein obligatorisches Deko-Basilikumblatt hier neben unserem Salat, der so richtig schön wächst und gedeiht in der Sonne auf dem Balkon. Wöhnerneid, ich hoffe, ihr habt es noch nicht satt zu sehen, aber wir haben es auf jeden Fall noch nicht satt, es zu essen. Und zwar gibt es bei uns heute wieder frisch gebackenes Fladenbrot. Also wir kaufen das und backen es dann kurz auf. Dazu haben wir dann einmal knackigen Salat und hier an Gemüse einmal Gurke, Paprika, Frühlingszwiebel, Tomate und so gefüllte grüne Oliven heute mal. Dann gekauften Krautsalat. Ich weiß, wir sind dabei oder haben es auf jeden Fall vor, sowas mal selbst zu machen. Dann den Beda-Schafskäse, der ist in so einer Salzlake eingelegt. Und ich finde, der schmeckt so authentisch, der von BioLife aber auch. Also beide sind echt mega. Heute haben wir mal eine andere Soße dafür allerdings. Und zwar so eine Art Cocktailsoße. Die Idee hatte Marco. Und zwar ist da drin einmal Knoblauch, Sojajoghurt, dann Tomatenmark, Salz und Pfeffer, Apfelessig und Senf und vegane Mayo, Aioli-Style, also mit extra Knoblauch. Und natürlich das vegane Gyros, Marcos Spezialität. Das ist einmal gekauftes Sojagranulat, das ist so trocken und dann kocht man das halt in Gemüsebrühe auf und schüttet das halt ab, wenn das so schön weich ist und dann kann es dann weiterverarbeiten. Das jetzt angebraten in Olivenöl mit Zwiebel und Knoblauch, ganz vielen verschiedenen Gewürzen, Tomatenmark und noch einen Löffel Joghurt zum Schluss. Und ich habe mal eine Frage von euch. Und zwar befüllen wir immer unsere Brote mit den einzelnen Sachen. Aber Marco hat sich heute mal eine Schüssel hineben gestellt, weil er meinte, normalerweise mischt man die ganzen Zutaten und tut sie dann gemischt in den Wöhner. Also, wie würdet ihr das machen? Ich glaube, ich mache es eher einzeln. Heute gibt es mal wieder einen Smoothie zum Frühstück. Ich liebe es ja, mit Smoothies in den Tag zu starten, weil ich finde, die liegen nicht so schwer im Magen, aber man wird trotzdem satt, also je nachdem natürlich, was man reintut. Und heute habe ich eine Menge Bananen reingepackt, und zwar 3 Stück. Und dann kam außerdem gefrorene Mango hinzu und gefrorener Brokkoli für die extra Portion Gemüse. Und das Ganze macht es halt auch richtig schön cremig, wenn man da gefrorene Sachen mit reintut. Außerdem kam ein 1,5 Liter ungefähr an Wasser mit rein und dann noch ein Schokoladen-Protein-Mix. Und außerdem so ein Energy-Mix mit Acai und ja auch verschiedenen guten Superfood-Pulvern drin. Und das Ganze wird dann einmal richtig schön im Mixer durchpüriert, dass es halt so eine richtig schöne cremige Konsistenz bekommt. Und ich trinke das am liebsten durch meinen Metallstrohhalm hier sozusagen. Der ist schön groß. Und ja, ich muss mich mal ein bisschen disziplinieren, dass ich den nicht so schnell runtertrinke, weil man sollte ihn ja genießen. Und ja, das werde ich jetzt gleich mal ausprobieren. Wenn das mal nicht eine gute Portion ist, weiß ich auch nicht. Marco hat Gnocchi selbst gemacht, und zwar aus gekochten Kartoffeln und Mehl und Gewürzen. Das ist eigentlich ganz easy. Und da muss man die einfach in solche Würstchen schneiden sozusagen. Die hier sind jetzt ein bisschen groß geworden. Und dann werden die in Salzwasser gekocht, bis die halt oben schwimmen. Und ich habe währenddessen die Soße gemacht. Das ist auch so eine spontane Kreation aus Tomaten und Spinat, Zwiebel, Knoblauch, Pilze, Tofu und Joghurt. Das macht das Ganze immer noch so ein bisschen cremig. Und obendrauf sind jetzt noch Frühlingszwiebel, Oliven und dann habe ich das erste Mal geröstete Pinienkerne und Sonnenblumenkerne gemacht. Das hat so lecker gerochen. Da muss man nur ein bisschen aufpassen, dass sie nicht anbrennen und oder halt schwarz werden. Und obendrauf ist natürlich noch ein Sprinkle oder ja, eher eine große Portion auch noch von Hefeflocken, so als Parmesanersatz. So sehen die Mittagsbowls von Marco und mir aus. Ich habe uns jetzt gerade nur was Kleines zusammengeschmissen, weil wir gleich einkaufen gehen wollen. Das waren sozusagen die Reste aus dem Kühlschrank. Und zwar hatten wir noch einen halben Eisbergsalat, den habe ich einfach klein geschnibbelt und noch ein bisschen frischen Spinat drüber gegeben. Und dann hatten wir noch so eine Dose Mais im Kühlschrank, also eine angebrochene. Ich fülle den Mais übrigens immer in so eine Tupperdose um. Allgemein Sachen aus Dosen soll man halt nicht in Dosen aufbewahren, sondern halt irgendwie umfüllen. Wegen der Beschichtung in der Dose, meine ich. Und dann habe ich uns noch ein bisschen Räuchertofu dazu gewürfelt. Finde ich, schmeckt auch immer ganz gut, einfach so roh. Und dann kam oben drauf jetzt noch bei Marco Jalapenos, Gewürzgürkchen und Chili. Bei mir nur Gewürzgürkchen und auch kein Chili. Aber bei uns beiden noch ein bisschen Sojajoghurt und dann noch so ein Salatdressing. Das ist eher so eine Vinaigrette, also irgendwie so ein Balsamico-Essig, so eine Mischung. Und ja, finde ich jetzt gar nicht mal so schlecht für ein Restessen. Ich hoffe, es waren ein paar gute Ideen dabei, die es vielleicht auch in dieser Zeit auf euren Teller schaffen. Ich bekomme immer sehr viele Fragen, ob wir dann noch alles aufessen, was bei uns auf dem
Tisch steht. Also ich esse sehr gerne gut und viel, aber wenn wir es übrig haben, dann schmeißen wir natürlich das nicht einfach weg, sondern packen das dann in solche Dosen und bewahren das im Kühlschrank auf. Ich finde es immer super praktisch, am nächsten Tag noch Leftover da zu haben. Wenn man halt nicht so viel Zeit hat, dann kann man sich das schnell aufwärmen oder halt auch kalt essen. Das ist immer super praktisch und allgemein bin ich komplett gegen Lebensmittelverschwendung. Also ich kann es gar nicht haben, wenn man irgendwie Sachen wegschmeißen muss. Deswegen ja, teilt auch super gerne eure Tipps in den Kommentaren, was ihr so dagegen tut. Ich finde es auch immer super praktisch, einen Essensplan anzulegen, wie wir das zum Beispiel für unser Abendessen machen, dass man halt auch gezielt einkaufen geht und da nicht zu viel kauft, was man dann sowieso nicht aufbrauchen kann. Da kann ich gerne nochmal ein extra Video zu machen. Ihr seht, ich sprudel da voll auf. Auf jeden Fall habe ich erstmal, dass euch dieses Video gefallen hat. Vielen Dank fürs Zuschauen und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bye!